Hi Leute und willkommen zum nächsten Unboxing der Yobio Brands Vox. Ja, Mina fängt schon mal an. Wollte ich im letzten noch was sagen? Ja, die Oliven. Hat ich den probiert und fand sie auf jeden Fall sehr lecker. Sie sind immer noch da und sie nascht hier so nebenbei. So ein bisschen. Ja. Mina, mach doch mal auf. Soll ich mal ran? Ja, kann ich auch gleich sagen, das wird jetzt erstmal die letzte Vegan-Box oder Bio-Brands-Box sein, die ich mir bestelle. Nicht nur, weil es nicht gefällt, sondern ja, weil einfach immer einfach zu viele Sachen drin sind, die ich einfach mir nie kaufen würde. Und die Überraschung ist halt immer toll, aber ja, trotzdem finde ich irgendwie solche gewissen Sachen, wie zum Beispiel irgendwelche Dressings, Soßen, die ich mir eigentlich nie kaufen würde, die ich da natürlich trotzdem lecker finde und auch verbrauche, aber die ich eigentlich nicht brauche. Geht ihr? Also, ja, ein paar Sachen, die da dabei sind, die wirklich super lecker, wie zum Beispiel diese getrockneten Goji-Beeren, die letztes Mal dabei waren, die wir dann auch essen kann zum Beispiel. Aber ja, viele Sachen benutze ich dann halt, weil ich sie habe. Aber ich würde sie mir halt so nicht kaufen. Deswegen freue ich mich jetzt erstmal auf. Das habe ich jetzt auch ein Jahr lang gemacht. Also Vegan Box und Bio Brands jetzt zusammen. Ich glaube ungefähr ein Jahr. Und ja, das reicht auch erstmal. Aber was ich gut finde, ja, du fängst schon an, ne? Ist ein Kokosnussdrink. Aber was ich gut finde, dass man das auf jeden Fall auch verschenken kann. Also jetzt zum Beispiel auch an Weihnachten kann man zum Beispiel eine Vegan Box oder so eine Box einfach einmal an irgendjemanden verschenken. Und ja, das ist dann auf jeden Fall eine große Überraschung, weil man da ja sozusagen auch selber nicht weiß, was drin ist. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr praktisch. Aber das jetzt dauerhaft für mich zu bestellen, ja, ist ja, jetzt erstmal vorbei. Okay. Haben wir jetzt so einen Brief da drin? Ich habe jetzt nur einen Lieferschein gesehen. Ja. Gab es da einen Brief? Ein Zettel? Oh, Verzeihung. Hier ist mir jede Menge Werbung. Und gute Laune Gewürz von Sonnenkorn. Ja. Ja, haben wir vielleicht vergessen reinzupacken. Auch egal. Was haben wir denn hier? Crunchy. So ein Müsli-Zeug. Ja, bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Fan von. Mal gucken, was da drin ist. Crunchy pur. Kenne ich auf jeden Fall. Aber also wenn denn esse ich, wenn jemand auf sowas Lust hat, esse ich eher Cornflakes. Aber diese Mix Müslis, ja, eigentlich relativ selten bis nie. Deutsches Tierschutzbüro. Wir sind da, wenn Tiere uns brauchen. Wir retten Tiere. Antrag zur Tierpatenschaft. Ah, okay. Ich kann mal eine Tierpatenschaft übernehmen. Die nächste Lieber, die kenne ich doch. Verschenken Sie etwas Besonderes. Ah ja. Ja, sehr gut. Lese ich mal in Ruhe durch. Dann haben wir noch Tapas Delikatessen. Das ist jetzt wieder ein Aufstrich. Quittenmus, Setschgemus. Mal gucken, was da dabei ist. Und ja, wie gesagt, eine gute Laune, Gewürz von Sonntor und einmal, wie schon gesehen, irgendwo der, ja, das Kokosnusswasser. Ja, und es ist wieder eine Zeitschrift dabei. Gut, dass ich mir die noch nicht gekauft habe, die wollte ich mir, glaube ich, eh kaufen. Das Vegan-Magazin hatte ich ja irgendwann schon mal vorgestellt. Angela Merkel, ist sie wirklich vegan? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Obwohl, warum nicht? Ja, wie gesagt, habe ich schon mal vorgestellt. Finde ich sehr... Dankeschön, da sind wir noch gar nicht. Machen wir später, Milan. Den willst du gerne essen, ne? Dann gucken wir mal nachher.
Was wollte ich sagen? Also Zeitschrift, ja, finde ich sehr gut auf jeden Fall. Haben einige auch schon geschrieben, was sie ein bisschen stört, ist die kleine Schrift. Aber es hat auch irgendwie seine Bedeutung. Nee, später. Später, später. Und ja, auch viele Rezepte drin. Ist auf jeden Fall sehr vielseitig, die Zeitschrift, finde ich. Muss ich natürlich jetzt erstmal in Ruhe ansehen. Ich suche jetzt einen Artikel mit Angela Merkel. Lukas Bretz. Den kenne ich auch. Ja, da ist noch ein Riegel drin. Das ist das gleiche. Naja, schauen wir mal in Ruhe an auf jeden Fall. Ja, mal schauen, was mir denn so alles rausgeholt hat. Kulau, Gummi, Kokosblütenzucker. Mit Orange. Ich hoffe, ihr hört überhaupt, was ich sage hier, weil er so gut raschelt. Zutaten: Bio-Kokosblütenzucker, Bio-Orangengranulat. Kulau Gourmet Bio-Kokosblütenzucker wird aus dem kostbaren Saft der Kokosblüte hergestellt. Der frische Blütensaft wird in kleinbäuerlicher Handarbeit einige Stunden schonend über dem offenen Holzfeuer karamellisiert, bis der Zucker kristallisiert. Durch die Zugabe sonnengereifter Orangen wird der Zucker zum unverwechselbar frischen Geschmackserlebnis. Kulau Bio Kokosblütenzucker Orange eignet sich hervorragend zum Verfeinern von Desserts, Cocktails und Heißgetränken. Besonders gut entwickeln sich der Geschmack, wenn der Zucker kurz vor dem Verzehr hinzugefügt wird. Ja, lasse ich jetzt zu, aber ist bestimmt super lecker, werde ich auf jeden Fall verwenden. Ich kenne ja den Kokosblütenzucker bisher, also ohne Orange, von Dr. Görg. Und den fand ich auf jeden Fall schon sehr gut. Aber ist halt echt, der Zettel ist nicht da, das würde ich jetzt den Preis vorlesen. Aber ist halt echt, ja, saumäßig teuer. Zumindest der von Dr. Görg, ich denke mal, bei dem wird das nicht anders sein. Aber ist auf jeden Fall, wie gesagt, sehr lecker. Was hast du jetzt gefunden? Ein Schokoladenriegel. Live Food Chocolate Green Coffee Guarana. War das letztes Mal auch nicht auch schon drin? Oder war das eine Vegan Box? Ich glaube, es war auch schon drin. Nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren. Tja, Milan. Ich glaube, er würde auch die ganze Nacht über schlafen, wenn ich ihm hier so ein Guarana-Ding gebe. Rohe Kakaobutter, Agavendicksaft, rohes Kakaopulver, rohe Kakaonips, rohe grüne Kaffeebohnen, Guarana-Pulver, kaltgepresstes Kokosnussöl, Makai-Pulver, Vanillepulver. Ich bin noch nicht fertig mit Lisin. Mit Lisin bin ich noch nicht fertig. Alle blalala, Bio. Okay. Ja, aber ich glaube, das haben wir schon probiert, fand ich sehr lecker. Aber für dich ist das nichts. Okay, was hast du noch alles rausgeholt? Was ist das denn hier? Feldnüsse. Rehlauf. Ursprüngliche Bioprodukte. Thai, Chili, Lemongrass. Bioproteinsnack, Feldnüsse. Also Sojabohnen. Finest roasted Soybeans. Ohne Fett und Öl geröstet. 50% mehr Protein und 50% weniger Fett als vergleichbare Produkte aus Erdnüssen. Anbaustandort ist irgendwo beim Bodensee. Ja, lege ich mal hier hin. Ja, gibt es in den Sorten jetzt hier Thai Chili Lemongrass, Natural Wasabi Salt and Black Pepper. Ja, Salt and Black Pepper, also sind gleich beide Sorten drin. So, ich probiere jetzt mal die. Ne, ich probiere die eine. Ich mache nur eine auf. Und zwar die Salt and Black Pepper. Ja, da sind wir noch nicht. So schnell bin ich nicht wieder, du bist viel zu schnell. Oh, scharf.
aber lecker und ja, schmecken irgendwie ein bisschen ja, wie geröstete Erdnüsse. Aber ein bisschen, was kann ich jetzt sagen, so ein bisschen hohler. Aber zum Knabbern, zum Filmen oder was weiß ich, auf jeden Fall sehr lecker. Hast du einen Zettel gefunden? Nein, schade. Okay. Ja, Papier, dankeschön. So, dann habe ich hier Indikoko. Der kleine Drache Kokosnuss, habe ich noch nie gehört. Indikoko 100% Kokosnusswasser. Zutaten 100% Kokosnusswasser. Indikoko ist das reine Wasser aus der jungen Kokosfrucht. Pur, authentisch und unverwechselbar. Wertvoll durch seine natürlichen Eigenschaften, isotonisch in der Wirkung. Yoga für den Gaumen, ohne Fett, ohne Zusatzstoffe, ohne Zuckerzusatz, kein Konzentrat. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wir waren ja auf der Veggie World und da hat der, weiß nicht, wie er heißt, ein Mitarbeiter von Dr. Görg auch was erzählt und meinte halt Kokoswasser. Ich glaube, das war Kokoswasser, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Würden sie nicht machen, weil man das nicht ohne Zusatzstoffe machen könnte und ohne das irgendwie hoch zu erhitzen. Damit das nicht schlecht wird. Deswegen hatten die das bis dahin noch nicht im Angebot oder so ähnlich. So, wahrscheinlich haben die das einfach hier ein bisschen höher erhitzt und deswegen ist es einfach haltbar. Habe ich jetzt gerade überlegt, weil hier steht ohne Zusatzstoffe. Ich werde es mal kosten. Das Ding ist, ich mag eigentlich kein Kokoswasser. Vielleicht hat sich das ja geändert in den letzten Wochen. Ich glaube, langsam gewöhne ich mich dran. Ja, auf jeden Fall lecker. Ja, ich frage mich jetzt natürlich, ist es wirklich nötig, das so zu verpacken? Dann würde ich mir lieber eine ganze Kokosnuss holen und das Kokosfleisch auch noch essen. Es ist halt vielleicht ein bisschen unpraktischer als so eine Packung. Was hast du denn hier? Wollte ich einen Aufstrich? Machen wir gleich. Ja. Willst du auch kosten? Und auf. Nicht drücken, nicht drücken. Und auf. Hast du was? Nee, nochmal. Da, jeder sagt da. Müssen wir mehr haben? Dann holst du eine Flasche. So. Ja, das Kokoswasser mag mich auf jeden Fall schon mal. So, Auberginenaufstrich. Tapa Auberginenaufstrich. Über Holz, Kohle gegrillt. Meine Güte. Klingt schon mal edel. Sonnengereifte Auberginen über Akazienholz gegrillt sind die Grundlage dieser urigen Delikatesse mit dem mild rauchigen Geschmack. Nach Anbruch kühl aufbewahren und innerhalb von wenigen Tagen verbrauchen. Hergestellt in Ungarn. Zutaten: gegrillte Aubergine, Zwiebeln, Sonnenblumenöl, Meersalz, Weißweinessig, Knoblauch. Ja, werde ich jetzt nicht kosten, glaube ich. Stelle ich mir aber sehr, sehr lecker vor, weil wir jetzt gerade so viele Aufstriche aufhaben. Werde ich den erst ein paar Tagen aufmachen, wenn man den wirklich so schnell verbrauchen muss. Und hier ist ja echt nichts anderes drinnen. Was es irgendwie haltbar macht, was auch gut ist. Deswegen, ja, werde ich es jetzt nicht kosten. Ja, vielleicht schreibe ich es einfach in die Videobeschreibung, wie es mir geschmeckt hat. Ja. So, was hast du noch Schönes gefunden hier alles? Ach, den Riegel. Pure Pieces. Pure Pieces. Plus Amaranth. Aprikose, Pistazie, Feige und Zartbitterschokolade.
Ja, ist doch nichts für dich, Milan. Zutaten: Zartbitterschokolade, Rohrohrzucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Reissirup, Agavendicksaft, Aprikosen, Mandeln geröstet, Reiskrispies, Pistazien, Cashewnüsse, Feigen, Amaranth gepoppt, Kokoschips, Kakaogehalt in der Schokolade, 55%. Hinweis für Allergiker: kann Spuren von Gluten, Soja, Milch, anderen Nüssen und so weiter enthalten. Ich glaube, den kenne ich auch noch gar nicht, habe ich mir noch nie gekauft, jedenfalls. Leider nichts für dich, Milan. Brauchst gar nicht zu gucken. Ist Zucker mit drin. Oh, du hast hier dein schönes Kokoswasser. Das trink mal. Ja, Teddy. Will Teddy auch was haben? Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. So. Auf jeden Fall sehr lecker. Ja, ich mag so eine Früchteriegel und so eine Getreideriegel ja eigentlich ganz gerne. Allerdings kaufe ich mir die relativ selten. Also für mich dann ab und zu mal, wenn wir unterwegs sind. Aber ich selber kaufe mir die, also für mich relativ selten. Ganz einfach wegen der Verpackung. Da würde ich eher sagen, ich mache mir das selber. Mache ich aber auch ziemlich selten. Deswegen nehme ich mir einfach meistens, wenn ich unterwegs bin, dann eher einfach pure Datteln mit. Der Faulheit halber. Na, räumst du auf jetzt? Willst du dich hinsetzen? Oh, ja, setz dich mal hin. So. Crunchy Amaranth Dinkelnuss mit Agave gesüßt. Jetzt weniger süß. Deutsch. Ah, hier. Crunchy Amaranth Dinkelnuss. Feines Knuspermüsli aus Vollkorn, Dinkelflocken, Cashew, Mandeln und Amaranth. Mit Agaven- und Reissirup gesüßt. Als natürliche Alternative zu Kristallzucker. Ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Agavendicksaft als Alternative zu Kristallzucker ist nicht unbedingt besser. Hast du versucht, die Pappe zu essen? 100% biologisch, vegan, Bio-Pionier seit 1979. Zutaten: Vollkorn, Dinkelflocken, 50%. Achso, ich dachte gerade 50% Agavensirup. Vollkorn, Dinkelflocken 50%. Agavensirup 11%. Reissirup 11%. Sonnenblumenöl 9%. Knusperreis. Kokosflocken, Cashewnuss 4%, Mandeln 4%, Amaranth 2%, 100% aus kontrolliert biologischem Anbau. Ja. Willst du mehr haben? Soll ich nachfüllen? Ich glaube, für dich können wir mal eine Kokosnuss kaufen, wa? Ja, reinstecken. Sehr gut. So. Bitteschön. Willst du sie wieder hinsetzen? Ja. Ja, wie schon gesagt, ich stehe eigentlich nicht auf diese Müsli-Mix-Sachen, aber ja, werden wir schon aufbrauchen. Was ich mir auch gut vorstellen kann, was man aus sowas machen kann, natürlich ist so Cookies backen zum Beispiel. Aber auch einfach, wenn man mal zum Frühstück keinen Bock hat, sich irgendwas kompliziert ist, in Anführungsstrichen, zuzubereiten. Weil das ist auch eine gute Alternative auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich auch noch ein bisschen gesünder als Cornflakes. Mal vom Agavendicksaft abgesehen. So, ist die Kiste schon leer? Was war das denn hier? Das war auf dem Aufstrich drauf, ne? Hast du abgerissen. So. Ja, nichts mehr drin, wie es aussieht. Hast du noch irgendwo was versteckt, Milan? Nee, ne? Ich hoffe nicht. ja. Ich würde ja gerne mal auf die Liste gucken, ob ich alles hab. Normalerweise. Ach, guck mal, hier liegt noch was. Ach, das waren doch zwei verschiedene.
Also einmal Pure Pieces Aprikose Pistazie Feige und einmal Mandel Cranberry Cashew, aber auch mit Zartbitter Schokolade. Die lassen wir zu, Mila, ne? Mm. Ja, ja, das war's schon wieder und wie ich schon am Anfang gesagt habe, war das immer das letzte Unboxing jetzt. Also ich sag bewusst erstmal, weil ich weiß ja nicht, irgendwann habe ich vielleicht nochmal Lust darauf. Brauchst du noch gar nicht. Vielleicht habe ich ja irgendwann nochmal Lust darauf, das zu machen. Aber bis dahin lasse ich das erstmal sein, weil ja, 25 Euro pro Monat ist nicht wenig, finde ich. Vor allem, wie gesagt, wenn man dann halt auch ein paar Produkte kriegt, die man die unbedingt haben will. Diesmal muss ich sagen, ich kenne die Preise jetzt nicht von den Sachen, die hier sind. Es sind schon ein paar Sachen dabei, also so Knabberzeug hole ich mir ab und zu sowieso mal ganz gerne. Kokosblütenzucker würde ich mir jetzt eigentlich nur nicht kaufen, weil es so extrem teuer ist. Müsli auch nicht unbedingt. Und ja, Auftrieb habe ich immer da. Finde ich immer gut, dass er dabei ist. Aber halt, ja, in diesem Fall ein paar Sachen, die ich einfach mir nicht kaufen würde. Aber das ist halt auch der Sinn irgendwo hinter der Vegan-Box, dass man neue Produkte kennenlernt, dass man sich überraschen lässt und so weiter. Ja, fand ich so gesehen auch ganz gut. Aber jetzt nach einer gewissen Zeit ist irgendwie die Luft raus, bei mir zumindest. Auch wenn ich immer noch ein bisschen Spaß dabei habe, das auszupacken und Milan auch, muss ich sagen, es sind halt echt oft Sachen dabei, die ich einfach nicht haben will und die dann irgendwie monatelang in meinem Kühlschrank stehen oder woanders stehen. Ja, in diesem Sinne hat es euch hoffentlich Spaß gemacht, das Video. Und ja, bis zum nächsten Kochvideo. Tschüss. Ditte. Will Teddy was trinken? Gibt sie Teddy was zu trinken? Tschüss.